Hey Leute, und wir kommen zurück zu Tekken 2. Wir machen weiter mit dem Arcade-Mode, so wie immer. Und zwar haben wir jetzt Wang freigeschaltet, aber wir machen weiter mit Yoshimitsu. Ich weiß gar nicht, gibt es hier schon die Möglichkeit? Ne, ich glaube gar nicht. Ich hab das zu wenig gespielt, ey. Das ist scheiße. Ja. Weg hier, Hayashi. Das war so klar. Wenn ich den Angriff jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Oh Mann, ich bin so schlecht geworden. Ab. Ja, jetzt Jun. Die kann richtig hart werden hier, wenn die KI. Ja, das macht die oft, die dumme Sau. Na komm, einmal kriegst du noch hin, komm. Du blöde Kuh, Alter. Ich kann schon von vornherein sagen, Tekken 3 wird wesentlich nicht so anstrengend wie Teil 2 und 1. Wegen so ein bisschen hier. Hau ab. Ich habe auch den Sound ein bisschen runtergestellt. Ja. Damit ihr mich auch besser versteht, weil es war schon ein bisschen zu laut. Alter. Was war das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Jawohl. Also ich stelle mich hier richtig an wie der letzte Mensch. Oder wie der erste Mensch. So rum heißt das ja. Alter, jetzt hör mal auf hier mit diesem... Mensch, Alter. Ich hätte schon längst viel mehr aufnehmen können, wenn nämlich jedes Mal alle nach jeder Aufnahme irgendwas dazwischen kommen würde. Naja. Komm ran. Alter Junge. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch... Ey, das kann doch nicht sein. Wieso kriege ich denn hier übelst auf die Fresse? Was? Puh. Der kann auch hart werden, also sag ich euch. Mensch. Komm. Alter, nur weil ich einmal nicht nach hinten gedrückt habe. Ja, ab in die Eier, Junge. Ja, Mann, ey. Das wird auch heute, wie gesagt, auch die letzte Aufnahme für heute sein. Muss ja nochmal einkaufen. Hau ab. Nein. Oh, Junge, nee. Hau ab, Mann. Geht doch. Oh, Michel. Oh, Mann, ey.
Und ich habe ja gesagt, also das hätte ich im ersten Part erwähnen sollen, denn man hat ja gesehen in der Cutscene, dass Hayashi die Schlucht oder die Klippe, was weiß ich, wieder hochgeklettert ist, wo er runtergeschmissen worden ist von Kazuya. Ja, das ist Kanon. Das habe ich euch ja schon gesagt in Teil 1, dass ich eigentlich hätte nämlich Kazuya zuletzt spielen müssen. Damit man dann so gesagt auch gleich die Überleitung hat, wenn man dann Teil 2 anguckt. Aber das habe ich natürlich mal wieder verschwitzt, aber ist ja auch vollkommen egal. Alter, ich krieg hier aufs Maul. Mach deine Frisur kaputt hier mit meinem Messer. Ja, komm. Komm. Gut. Das war zwar eine lame Taktik, aber was soll's. Kunimitsu. Ja, ich glaube, ich krieg jetzt. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich sehr oft failen. Das hat man aber auch nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass der Gegner irgendwie hochspringt. Und, ja, irgendwie hier solche Tritte macht. Also, das gibt's relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das eigentlich bis jetzt nur sehr, sehr selten erlebt, dass die sowas mal machen. Kunimitsu, muss man ganz ehrlich sagen, die unterscheidet sich kaum von Yoshimitsu, weil ist das gleiche Abbild, sage ich jetzt mal. Hat das gleiche Moveset, also hat die gleichen Taktiken drauf, gleichen Tricks, etc., etc. Ist nur eine weibliche Kunoichi. Nur leider ab Teil 3 nicht mehr dabei. War dann höchstens ein Tekken-Tag-Tournament nochmal dabei. Und dann war es das auch schon. Da kam die, glaube ich, nicht nochmal vor. Weiß auch nicht, wieso manche Charaktere dann einfach die Serie verlassen haben oder ohne irgendwelchen Grund. Bei Michelle konnte ich es mir durchaus nachvollziehen, aber das werde ich erst in Teil 3 erwähnen, wenn es soweit ist. Ja. Alter! Steh doch mal auf! Meine Fresse, ey. Das Maul. Ich darf auch nicht zu sehr Tasten hämmern, weil man, das hört man sonst im Hintergrund. Und das möchte ich tun nichts vermeiden. Ah, Kazuya. Wenn ich damals noch dran denke, als kleiner Junge. Mindestens 20 Versuche immer mal. Also das war nicht gerade ohne. Komm, nein, nein, komm. Oh. Yes. Geht doch. So. Das reicht dann wirklich für heute, weil ich sehe es selber hier, ich faile ohne Ende. Vielleicht sollte ich hier mal privat vielleicht nochmal ein paar Charaktere in anderen Modus spielen. Da schalte ich zwar keine Charaktere frei, was auch nicht Sinn und Zweck ist, sondern dass ich es ganz einfach noch vielleicht nochmal übe. Aber mal gucken. Jedenfalls wurde sich ja auch noch Dragon Age gewünscht im letzten Stream. Ich werde erstmal meinen Fokus auf One Piece legen und dann, wenn ich One Piece fertig aufgenommen habe, werde ich dann Dragon Age anfangen. Es dauert wesentlich länger.
das, meine lieben Freunde, das war Dr. Boskonovic. Den Namen, wie gesagt, in Erinnerung behalten. Weil der ist sehr wichtig in Tekken. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao.